jetzt Nathalie wieder. Für die kommende Woche habe ich für euch 3 neue Karten aus dem Einhorn-Deck von Doreen Virtue. Und ich habe da zuallererst den Heiler. Und der Heiler sagt, du hast die Kraft, anderen zu helfen und sie zu heilen. Welch schöner Auftakt für die Osterwoche bzw. für den Ostermontag. Ihr seid quasi aufgerufen, eure Fähigkeiten ein bisschen auszuloten. Und nicht nur für andere Menschen, sondern erstmal für euch selbst natürlich. Also falls es euch nicht so gut gehen sollte, falls mit euch selber, mit eurem Energiesystem irgendwas nicht in Ordnung ist, guckt erstmal selbst auf euch, wie ihr das handhaben könnt. Der eine hat Geschicklichkeiten mit seinen Händen, der andere spricht gut, der andere macht sonstige Energiearbeit. Lotet euch einfach mal aus, was sich da für die kommende Woche für euch jetzt mal zeigt oder was ihr vielleicht schon länger mal gedacht hattet, was für euch gut passen würde, und probiert es doch gleich an euch selbst mal aus. Das zum einen, sagen sie. Und zum anderen ist es so, dass ihr vielleicht eurer heilerischen Fähigkeiten schon einigermaßen bewusst seid. Ihr dürft und sollt das bitte ausbauen. Ihr sollt bitte in dem Bereich euch vertiefen und euch, weiterbilden, euch mehr interessieren, üben, praktizieren, was auch immer, was euch gut gefällt und was euch sehr liegt. Denn damit seid ihr gekommen. Und das ist im Prinzip auch so eine Aufgabe, die ihr euch ja vorgenommen hattet. Ja, also ihr habt dieses Gefühl ganz, ganz sicher nicht umsonst. Soll ich den Leuten sagen, die sich da in irgendeiner Weise angesprochen fühlen, ihr Lieben, ja? Dann heißt es auch, versuche etwas Neues. Du weißt erst dann, dass du etwas kannst, wenn du es versuchst. Also, es sind nicht nur die Leute angesprochen, die es schon wissen, welche Fähigkeiten da sind, sondern ihr sollt euch einfach wirklich nochmal dieses Interesse ein bisschen ausbauen und euch wirklich informieren. Ja, und auch einfach mal ausprobieren, was euch gefallen könnte, was gut sein könnte, was in eurem Interessensbereich liegt oder was ihr schon immer einfach mal probieren wolltet. Seid neugierig, sagen sie. Ja, und entdeckt euch dann neu. Es ist jetzt gerade im Frühling natürlich auch angesagt und angezeigt, dass man Neues beginnen kann, sehr gut beginnen kann, dass einfach wirklich ein ganz klarer Pfad da ist für das, was ihr wirklich wollt. Und da sollt ihr bitte probieren und euch da wirklich nicht schon gleich wieder von Anfang an sagen, ach ja, naja, ich bin zu alt, hab das Geld nicht, hab dies nicht, hab das nicht, kann das nicht, kann jenes nicht oder ist jetzt auch schon zu spät oder was auch immer, was man sich dann selber gerne vorgibt und die Dinge, die man eigentlich wirklich gerne machen würde, dann gleich mal wieder sein lässt. Ihr sollt's machen, bitte. Ja, also für all diejenigen, die darauf gewartet haben, dieses Go zu kriegen aus der feinstofflichen Welt, das kommt jetzt. Ja, bitte, macht's. Dafür seid ihr da und ihr seid hier, um Spaß zu haben. Ja, das soll ich euch nochmal weitergeben. Als dritte Karte kam wunderschönerweise die freudige Überraschung. Lasst euch doch einfach mal überraschen nächste Woche. Es ist also was sehr Schönes angezeigt, auf der Karte steht, sehr bald wird etwas sehr Gutes geschehen. Egal, ob ihr damit vielleicht schon gerechnet habt oder auch nicht. Also die Karte ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es etwas ist, mit was ihr nicht unbedingt gerechnet habt. Also was sehr, sehr Positives. Und also Positives ist es auf jeden Fall, egal, ob ihr euch schon denken könnt, was es ist oder nicht. Wie gesagt, die Karte sagt, es kommt, normalerweise ist es etwas Unerwartetes. Freut euch ganz, ganz, ganz arg drauf. Ja? Versucht jetzt auch nicht zu erraten, krampfhaft, was es sein könnte. Versucht jetzt auch nicht irgendwie zu gucken, ja, hoffentlich ist es genau das, was ich unbedingt wollte, sondern lasst euch einfach wirklich ganz entspannt überraschen. Sie sagen, meistens sind die Dinge, die dabei rauskommen, wenn ihr euch etwas gewünscht habt, noch viel besser. Die übertreffen das meistens noch. Also, freut euch einfach, ja? Nicht großes Rätselraten starten jetzt. Das ist im Prinzip jetzt so die kommende Woche.
Es ist wirklich so, dass ihr, Sie zeigen mir jetzt nochmal so einen ganz neuen Pfad, so eine ganz frische, neue Herangehensweise an Dinge, neue Ideen, alles, was mit neu zu tun hat. Also freut euch und geht es wirklich auch an und seien die Schrittchen noch so klein, es ist völlig egal, sagen Sie, ja? Völlig wurscht. Einfach machen. Und ihr werdet sehen, mit jedem neuen Schritt ergeben sich dann wieder neue Dinge. Egal, was euer Verstand oder die lieben Leutchen um euch herum oder die Gesellschaft oder sonst wer vielleicht an etwas weniger erquickenderen Dingen zu euch zu sagen hat. Also, machen. Ja? So, jetzt darf ich auf die Zuschauerfrage nochmal näher eingehen. Und zwar hatten wir letzte Woche, wie akquiriere ich quasi meinen absolut super tollen Seelenpartner. Und darum ging es jetzt quasi in der Weiterführung. Kam nochmal die Frage auf, wie ist es denn, wenn wir jemanden gefunden haben, den wir ausgespäht haben, wo wir sagen, oh ja, der oder die ist es jetzt. Und ist es denn dann auch so, dass dieserjenige sich dann automatisch auch mit seinen Gefühlen auf uns zubewegt oder ist das jetzt eher so eine freie Willensgeschichte, dass man sich mit jemandem zusammentun will, aber man muss dann eventuell noch warten drauf, dass der irgendwie noch oder die irgendwie noch in die Gänge kommt und uns auch will sozusagen. Ja, das war so die Frage. Und dazu ist zu sagen, es ist grundsätzlich ein Missverständnis. Wenn unser Partner, der potenzielle Partner, den das Universum, das wirklich haargenau und super exakt weiß, was hervorragend zu uns passt. Wenn das eingefädelt wurde, dann wird das selbstverständlich so sein, dass dieser Partner auch sofort auf euch reagieren wird. Das ist dann nicht Kampf, wie gesagt. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, es wird nie Kampf sein. Das sind Leute, die sehen sich und sind sofort angezogen voneinander. Und das ist der ideale Partner. Wenn ihr damit zu kämpfen habt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, jetzt habe ich mir jemanden ausgesucht und das ist er jetzt oder das ist sie jetzt bestimmt und da muss ich jetzt alles in die Wege leiten oder muss ich jetzt kämpfen drum und machen und tun und drauf warten. Euer idealer Partner kommt, das ist eine Geschichte, die tütet sich schon wesentlich früher ein. Nicht erst dann, wenn jemand dasteht und ihr auf die Idee kommt, das könnte er jetzt sein, sondern das ist schon viel früher der Fall. Ja? Also, das Universum macht keinen Quatsch, sucht euch auch nicht das Falsche aus, sondern in dem Moment, wo ihr in eurer hervorragendsten Verfassung seid, wo es euch wirklich gut geht, wo es euch eigentlich schon egal ist, ob jemand kommt, in dem Moment steht euer idealer Partner da. In dem Moment seid ihr offen für die Inspiration, für die Impulse, die ganz wichtig sind, um euch genau auf diese Person zuzubewegen. Und dieser freie Willen ist da. Nur die andere Person wird eben auch in ihrer höchstmöglichen Verfassung sich genau auf euch zubewegen. Ja? Also es ist eine Sache, die wesentlich einfacher geht, als die meisten meinen. Sobald ihr das Gefühl habt, ihr müsst um irgendetwas oder irgendjemanden vor allem kämpfen, in dem Moment habt ihr verspielt. Also, in dem Moment ist es wichtig, dass ihr euch wieder auf euch besinnt. Solange, bis es euch wirklich, wirklich gut geht, bis es euch mit euch selbst so gut geht, dass der ideale Partner sich ganz leicht, elegant und einfach auf euch zubewegen kann. Ja, und der wird das dann tun oder sie wird es dann auch tun. Und genau so ist das zu verstehen und zu meinen. Ja, alles andere ist etwas schwierig, weil alles andere ist dann erzwungen, gewollt. Und das ist zwar mit Sicherheit nicht so, wie es sein soll zum Schluss. Ja, ihr Lieben. Ich denke, wenn ihr da noch weitere Fragen dazu habt, wie gesagt, dieses Thema ist nahezu unerschöpflich, aus Sicht der Fragenden natürlich. Ich bin gerne bereit, natürlich auch immer wieder darauf einzugehen. Aber Punkt 1 und der wichtigste Punkt überhaupt ist, einen Partner oder eine Partnerin zu finden oder zuzulassen, bedeutet nicht zu kämpfen oder drauf zu gucken, dass der oder die Partnerin noch nicht da ist.
Das ist ein Mangeldenken, das ist ein Blick auf die Lücke, da ist er oder da ist sie nicht. Und in dem Moment wird alles ausgebremst, ihr seid nicht in der optimalen Verfassung und euer direkt wirklich passendster Partner rennt direkt an euch vorbei und ihr könnt ihn nicht sehen. Ja, also bitte, ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Effektiv ist es immer die absolut einzige Antwort, die alles beantwortet, ist die, dass ihr wirklich dafür zu sorgen habt, dass es euch gut geht. Dann seid ihr offen für alles und jeden und vor allem für das Allerbeste. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche, eine Restferienwoche für die Leutchen, die Ferien haben jetzt über Ostern. Und ich freue mich natürlich wieder über neue Fragen. Ich freue mich wieder über neue Anfragen zu meinen persönlichen Readings und ich freue mich über Kommentare und ja, wie gesagt, Fragen. Ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich alles Liebe und freue mich auf nächste Woche. Tschüss!